Liebe Eltern, meine Damen und Herren, ich kann leider bei Ihrer Fachtagung nicht dabei sein. Kita, ich denke, wir sollten besser Kindergarten sagen, steht im Mittelpunkt meiner Politik. Die Landesregierung hat im letzten Jahr entschieden, dass das letzte Kita-Jahr beitragsfrei ist und dass der Personalschlüssel verbessert wird und damit eine Qualitätsverbesserung erreicht wird. Das wissen Sie und darauf können Sie sich auch verlassen, dass es in Zukunft so weitergehen wird. Mit dem Haushalt 2020 wollen wir diesen Weg weitergehen. Wir diskutieren gerade in der Koalition über das nächste beitragsfreie Kita-Jahr und auch darüber, wie die Qualität verbessert werden kann. Das drückt sich natürlich im Personalschlüssel aus. Sie wissen, dass die Bundesregierung, Franziska Giffey, ihr Gesetz zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung auf den Weg bringen will. Das dauert noch etwas, weil sie innerhalb der Großen Koalition nicht unbedingt den Zuspruch der anderen Ministerien hat. Da kämpft sie, um dieses Gesetz noch dieses Jahr auf den Weg zu bringen. Dieses Gesetz soll für jedes Land spezielle Maßnahmen bringen, um die Qualität in der Kita zu verbessern, aber auch die Beitragsfreiheit weiter voranzubringen. Davon wird auch der Freistaat, werden Sie und Ihre Kinder ganz konkret partizipieren. Der Fahrplan sieht jetzt so aus, dass auf der einen Seite die Bundesministerin noch dieses Jahr dieses Gesetz im Bundestag und im Bundesrat verabschieden will. Das ist sehr ehrgeizig. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass natürlich ein parlamentarisches Verfahren seine Zeit braucht, weil die Abgeordneten selbstverständlich nicht nur mitdiskutieren wollen, sondern sie wollen ihre inhaltlichen Dinge einbringen. Wir dürfen gemeinsam gespannt sein, ob denn dieses Gesetz zum Jahresende tatsächlich das Licht der Welt erblickt hat. Wenn es dann kommt, soll im ersten Halbjahr 2019 Verhandlungen zwischen den Ländern geführt werden. Es wird keine Bund-Länder-Vereinbarung geben, sondern die Bundesministerin will mit jedem Land eine Einzelvereinbarung abschließen über das, was aus diesen Geldern dann in dem Freistaat bei uns umgesetzt werden soll. Da dürfen wir gespannt sein, wie das konkret auch erfolgen soll. Wir wollen auf dem aufsatteln, was bisher erreicht wurde und dann die Bundesgelder, wie gesagt, für die Qualitätsverbesserung und auch für die beitragsfreie Kita einsetzen. Das Verhandlungsergebnis soll dann Mai, Juni 2019 vorliegen und gemeinsam werde ich dann mit der Bundesministerin Franziska Giffey diese Vereinbarung unterzeichnen. Bis dahin gilt es, Positionen zu entwickeln. Ich habe am Runden Tisch Kita versprochen, dass wir unsere Landespositionen gemeinsam erarbeiten. Also mit Ihnen, der Landeselternvertretung, aber auch mit den Trägern und mit der kommunalen Seite, um gemeinsam unsere Positionen gegenüber dem Bund zu vertreten und deutlich zu zeigen, wir sprechen mit einer Stimme für den Freistaat Thüringen. Denn so wie Sie, denke ich auch Kita, Kindergarten vom Kind her. Und das Beste für unsere Kinder ist nur gut genug. Franziska Giffey will auch eine Fachkräftekampagne starten. Fachkräfte, sie fehlen auch in den Kindergärten, in unseren Kindertagesstätteneinrichtungen. Auch hier müssen wir gemeinsam deutlich machen, dass es sich lohnt, Erzieherinnen und Erzieher in der Kita zu werden. Auf der einen Seite geht es darum, ja, mehr Geld zu zahlen. Das ist aber eine Frage, die die Tarifpartner miteinander ausmachen müssen. Ich kann nur appellieren, auch von heutiger Stelle aus, dass die Tarifpartner, sprich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften, sich zusammensetzen und über entsprechende Gehaltsentwicklungen sprechen. Wir müssen auch darüber reden, wie die Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen schneller in eine bessere Entlohnung kommen, denn sie arbeiten auch mit unseren Kindern. Und die Frage der dualen Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher steht. Das wird gegenwärtig durch mein Ministerium geprüft, ob wir hier auch eine veränderte Ausbildung erreichen können, um auch schneller zu Erzieherinnen und Erzieher zu kommen, um dann ein Fachkräfteangebot in den Einrichtungen zu haben, die sowohl aus studierten Kolleginnen und Kollegen zusammensetzen, als auch denen, die eine normale berufliche Ausbildung gegangen sind. Ich bin der Überzeugung, dass wir im Zusammenhang mit dem, was wir in Kita in den vergangenen Jahren erreicht haben, viele große Schritte gegangen sind. Der Freistaat wird diesen Weg gemeinsam weitergehen mit Ihnen. Ich denke, es wird gut sein, dass Sie Ihre Position einbringen, dass wir uns abstimmen, wie tatsächlich auch der Weg für eine gute Kita in Thüringen weitergegangen werden kann, gemeinsam mit dem Bund, gemeinsam mit den Playern vor Ort im Freistaat. Ich wünsche Ihnen eine gute Tagung.